Good morning, Internet. It is 8:53, and welcome back to the channel. Grüß dich! Neues Moped. Ich hab's umlackiert. Hä? Nee. Quatsch, ist eine Royal Enfield, oder? Ja, logisch. Ist eine Royal Enfield. Wie kommt's jetzt zu der? Die haben mich gefragt, ob ich sie nicht mal für 4 Wochen fahren will und ein Video machen möchte. Aha, okay. Hab ich gesagt, ah ja, logisch. Warum nicht? Ja. Und es ist sehr interessant. Gefällt dir? Also ich sag mal so, es ist ein krasser Gegenentwurf zu den Motorrädern, für die ich mich sonst so interessiert habe. Die Straße muss schlechter werden und du musst dich so bei, ich sag mal so maximal 90 bis 100 musst du dich dann einpendeln. Aber ich bin, also ich bin gestern auch das erste Mal Offroad über Schotter und so gepäst und da merkst du halt sofort, dass dafür ist das Motorrad gemacht. Mhm. Machst du das auch richtig? Ich hoffe. Und das hier, ich liebe das. Eigentlich das Geilste am Motorrad finde ich diese Alu-Koffer. Das stimmt. Weil wenn man überlegt, auch diese Taschen, die ich habe, wo du so 3 Verschlüsse hast, hier hast du halt einfach nur einen. Das ist am Anfang ein bisschen tricky, aber das machst du einfach auf. Ja. Und muss es so, guck, ich kann das immer noch nicht so gut. Und dann hast du halt hier alles drin. Mach einfach mal dein normales Tempo und. Also ich meine, die hat natürlich jetzt keine Beschleunigung an sich, ne? Aber ich glaube, das kriegst du schnell raus, wie schnell du mich verlierst. Herzliches Hallo fürs Einschalten, meine lieben Freunde. Ich begrüße euch zu diesem neuen Video und es ist tatsächlich das erste Mini-Abonnententreffen, was wir hier auf dem Kanal haben. Ich darf euch vorstellen, da vorne ist der Chris auf einer ziemlich nicen, wie der urbane Jugendliche heute sagen würde, Yamaha XSR 900. Und das hier ist auch das zweite Video aus der Reihe Ich teste oder ich dauerteste eine Royal Enfield Himalayan. Ja, und ich würde sagen, stay tuned! Obligatorisch grüße ich hier meinen lieben Freund, den Michel Dotzer. Immer wenn ich hier diese schönen alten Gemäuer, Ruinen, Schlösser, Burgen sehe, muss ich an ihn denken, weil er ist ein absoluter Burgenfan. Und wohin es heute geht, weiß ich gar nicht. Der liebe Chris hat die Tour sich überlegt. Wir sind, glaube ich, jetzt das 4. oder 5. Mal gemeinsam unterwegs. Sonst bin ich immer vorgefahren und jetzt fährt er vor und natürlich interessiert es mich, wie fühlt sich das jetzt hier auf der Himalayan an, wenn wir sonst immer so, ja, semi-sportlich unterwegs sind. Habe ich jetzt mit diesem kleinen Reisetraktor irgendwie Probleme, an ihm dran zu bleiben, oder nervt es mich total? Wir werden es sehen. Wobei ich ihm auch schon gesagt habe, die Maschine hier ist jetzt nicht wirklich straßenorientiert. Die ist für unsere Infrastruktur auch einfach nicht gemacht. Ja, das Ding nimmst du, wenn du ja wirklich um die Welt fährst, wenn du irgendwo hinfährst, wo es
schlechte Straßen sind, wo du viel Schotter, viel Offroad, da fühlt sich die Himalayan wirklich zu Hause. Und das merkt man auch sofort. Also ich bin jetzt, ja, so ich denke mal 150 Kilometer mit dir unterwegs. Bin auch im ersten Video das erste Mal so auf Schotter gefahren und man, ja, ich bilde es mir vielleicht ein, habe ja auch im ersten Video schon gesagt, das ist meine subjektive Meinung, aber man merkt einfach, das Ding kann eben auch oder möchte auch jenseits der asphaltierten Straße bewegt werden. Chris ist jetzt wirklich sehr gediegen unterwegs, wenn er gerade auch bergauf anziehen würde und wirklich die 110, 120 auf der Landstraße fahren, dann habe ich keine Chance, dann komme ich nicht mehr hinterher. Und ich glaube, das würde in der Gruppe dann schon nerven, wenn man ständig Vollgas fahren muss, um irgendwie dran zu bleiben. Könnte ich mir vorstellen, dass das nichts ist. Dieses kleine Display hier nennt sich tatsächlich Tripper. damit kann ich mein Handy verbinden und kann quasi eine Turn-by-Turn-Navigation mir anzeigen lassen. Das habe ich auch gerade auf dem Weg zum Chris benutzt. Das ist mir einmal abgestürzt. Dann musste ich quasi das Motorrad hinstellen, beziehungsweise ich musste stehen bleiben, musste dann das Handy wieder auspacken und musste das wieder neu starten. An sich ist das eine geckige Geschichte, wobei jedes Mal, wenn ihr das Motorrad eben abstellt, müsst ihr quasi die Navigation wieder neu starten. Und das wäre definitiv nichts für mich. Also ihr seht es hier, ich habe den Ram Mount und den SP Connect Adapter schon dran. Ich brauche auf jeden Fall ein richtiges Navi und es wird euch, nehme ich mal an, auch genauso gehen. Gibt ja dann auch die, liebe Grüße an Benedikt, die lieber ein richtiges Navi benutzen statt ein Handy-Navi. Aber ja, Turn-by-Turn-Navigation ist okay, ja, aber mir persönlich reicht es nicht. Ich möchte dann auch gerne die Umgebung sehen und möchte anhand der Tour, des Streifens, den ich da fahre, möchte ich dann auch, oder orientiere ich mich in der Regel auch, wenn es dann gerade irgendwie in der Stadt ist. Das ist jetzt für mich persönlich nicht ausreichend. Zu den Bremsen kann ich sagen, dass ich mich wirklich daran gewöhnen musste, dass die Hinterradbremse härter zupackt wie die Vorderradbremse. Ich habe mir sagen lassen, dass das gerade im Offroad sehr gut ist, wenn du da eine gut zu dosierende Bremse hast. Ich empfinde sie jetzt auch nicht irgendwie als zu schwach. Man muss halt dann schon ein bisschen Kraft aufbringen. Aber sie bremst super und bei der Hinterradbremse quasi das Gegenteil. Ja. Da kann man dann ruhig auch mal ein bisschen weniger Kraft und man hat eine schöne Verzögerung. Im Stehenfahren tatsächlich habe ich es jetzt bis jetzt noch nicht geschafft, mal irgendwie zu bremsen. Ich weiß nicht, da muss ich ziemlich weit mit dem Fuß nach vorne gehen und hat sich jetzt nicht besonders gut angefühlt. Da würde ich, glaube ich, eher mit der Vorderradbremse bremsen. Wobei, wenn es dann richtig hart auf hart im Offroad kommt, dann brauchst du natürlich auch die Hinterradbremse, ist ja klar. Was so das Handling angeht, hier mit dem, ich weiß gar nicht, ob es jetzt 19 oder sogar 21 Zoll Vorderrad, ich blende euch das ein, fühlt sich super an. Also lenkt sich wirklich schön in die Kurve. Hier ist ein Foto von der Bestollung, also das sind keine richtigen Straßenreifen, aber ich fühle mich da echt wohl, ich kann da gar nichts Negatives drüber sagen, es macht echt Spaß. Sehr schade finde ich, dass es keine 12 Volt Dose oder einen USB-Port gibt, ab Werk, das finde ich, das gehört einfach mit dazu. Jetzt in meinem Test habe ich dann auch überlegt, okay, nehme ich das Handy hier, verbinde es mit einer Powerbank in der Brusttasche, die ich ja eh hier habe wegen der Helmkamera. Ja.
Aber, das darf man auch nicht vergessen, für den Preis von, ist es, ja, kann man es vielleicht erwarten, aber man kriegt schon ein wirklich schönes Motorrad, das muss man einfach so sagen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass es eben jetzt überhaupt nicht sportlich bewegt werden kann. Also natürlich kann man das Ding auch treten und Vollgas und man kommt dann auch auf die Geschwindigkeit, aber wenn ich jetzt überlege, mit der XSR 900 auch mal Autobahn fahren, klar, ja, ich meine, ich bin ja auch schon in Iron Butt auf der Autobahn gefahren mit der Yamaha, das funktioniert und da macht die Leistung auch Spaß. Mit dem Motorrad würde ich es wirklich immer meiden, also es ist, macht einfach keinen Spaß, kann man so festhalten. Auf der anderen Seite kann ich mir wirklich vorstellen, sehr, sehr lange Touren zu fahren und auch eben mal, was ich vorhin sagte, jenseits der uns bekannten Infrastruktur mal wirklich weiter in den Osten reinzufahren oder dann vielleicht auch mal in Skandinavien rumzutuckern, wo es wirklich kilometerlange Schotterpassagen gibt. Da könnte ich mir das vorstellen. Jetzt hier als reine Straßenmaschine kann man sie logischerweise fahren. Du kannst ja auch normale Straßenreifen aufziehen, aber so mein erstes Gefühl, dafür ist sie nicht gemacht und dafür gibt es halt auch einfach andere Motorräder. Mit dem Anspruch, hey, ich möchte gerne eine günstige ich vermute einfach mal, ich habe jetzt über Royal Enfield wenig Schlechtes gehört, dass die auch wirklich eben ja dafür gemacht ist, mal eine größere Reise dann zu fahren und dass man da auch jetzt keine Probleme hat, wenn man mal eine Panne hat, weil an Elektronik ist hier relativ wenig. ABS hat sie natürlich, aber sie ist logischerweise überhaupt nicht zu vergleichen mit den Reisemotorrädern, die, ich denke mal so, bei uns allen sehr hoch im Kurs stehen. Ne? Aber es ist einfach ein Gegenentwurf, der wirklich Spaß macht und der auch entschleunigt, zwangsläufig. Ja, es ist immer die Frage, aus welcher Richtung wird das jetzt betrachtet? Oh Mann, die hat ja total wenig Leistung. Oder, ja, aber brauche ich denn mehr? Ich kann hier mit 80, 90, 100 über die Felder tuckern. Probiert es auf jeden Fall aus. Mein klar, ihr werdet nicht meine subjektive Meinung dieses Video oder diese kleine Videoreihe dann als letztendlich Kaufentscheidung nehmen. Probiert sie einfach mal aus, gebt ihr mal eine Chance, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Ich meine, klar, wenn ihr sagt, ich brauche mindestens 100 PS beim Motorrad, sonst ist das ja kein Motorrad, dann ist sie nichts für euch. Aber wenn ihr euch auch vorstellen könnt, gemütlich durch die Landschaft zu pesen und wenn eben auch dieser Offroad-Gedanke euch gefällt und ihr etwas gerne hättet, was eben reisetauglich ist, dann seid ihr hier mit der Himalayan gut beraten. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, probiert sie aus, fahrt sie mal Probe und macht euch euer eigenes Bild. Jetzt müssen wir auch mal Hallo sagen. Hallo. Das ist der Chris. Ihr habt ihn vielleicht schon in den Kommentaren gesehen als Silver Surfer. Und wir sind hier in der, wie heißt die Hütte? Wiesenthütte, da müsst ihr unbedingt hin, weil es ist sehr, sehr, sehr schön. Ich drehe das mal kurz. Rothaargebirge, 30 Kilometer von, wir sind jetzt 30 Kilometer südlich von, wie heißt denn jetzt? Winterberg. Genau. Und jetzt holen wir uns was zu essen. Also sehr zu empfehlen. Vor allem bei dem Wetter. Cheers. Schön war's. Da hab ich auch.
Anderle. Jetzt geht's wieder zurück. Ich habe schon wieder vergessen, wie dieses kleine Häuschen da hieß. Blende das hier ein. Und zwar in Anbetracht der Tatsache, dass die Akkus sich zum Ende neigen und ich ja, was ich vorhin sagte, hier nichts habe zum Aufladen, habe ich noch einen Punkt, eigentlich zwei Punkte, was ich gerne sagen möchte, so zum ersten Eindruck auch der Ergonomie von der Himalayan. Also Sitzbank ist ziemlich weich, also man versinkt dann irgendwann da drin und das macht was Komisches mit dem Kniewinkel, also oder generell so mit dem Sitzen. Man hat dann immer ganz oft so den Drang, dann will man mal aufstehen, um das alles so zu entlasten. Ich bin 1,80 Meter groß, das so mit dem Stehen fahren, ja, das ist okay, also es fühlt sich ganz gut an auf jeden Fall. Aber das konnte ich natürlich jetzt nicht wirklich ausgiebig testen. Aber ansonsten, was Bremsen angeht, Lenken, Sitzposition dann eben an sich ist gut. Schön aufrecht sitzen, also da kann ich überhaupt nicht meckern. In dem Fall, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch übrig, euch einen schönen Tag zu wünschen. Ich hoffe, ihr habt auch so schönes Wetter, wenn ihr Motorradfahrer seid, wovon ich mal ausgehe. Hoffe ich, dass ihr auch schön fahren könnt. Kommt sicher nach Hause an. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr vielleicht sogar auf Like drückt. Das hilft mir natürlich und dem Kanal auch weiter. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Adios, ahoi und bis bald. Ciao.